Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir so ein kleines, ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, eine kleine Verwandlung für eine 90er-Party quasi machen, also back to the 90s und zwar in extrem. Es wird schrill, es wird bunt, es wird klischeehaft und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich werde jetzt mit meinem Make-up starten und dann werden wir uns nachher meinen Haaren widmen, wobei da weiß ich noch nicht genau, ob ich das so hinkriege. Und dann kommt natürlich mein Outfit. Fun Fact, es sind tatsächlich keine Produkte, die ich in meinem Kostümregal habe oder, ne? Sondern das sind wirklich Sachen aus meinem Kleiderschrank. Okay, zuallererst benutze ich einen Primer einfach, ne? Es wird jetzt erstmal ein relativ normaler Base-Look werden. Die Augen werden halt krass werden. Da habe ich von Essence Hello Good Stuff Primer Serum. Das ist aktuell bei mir in Anwendung, finde ich total super. Ist irgendwie mit Squalan und so. Und das tut meiner Haut sehr, sehr gut. Ist ein flüssiges Produkt, was ich mir einfach direkt auf mein Gesicht so auftrage. Und ja, das ist pflegt. Als nächstes ist die Foundation dran und da habe ich von Catrice die HD Liquid Coverage Foundation und das ist die Farbe 010 Light Beige. Das ist einfach eine, ja, gute Foundation, die bei mir sehr gut einfach hält, funktioniert und die ich aktuell einfach in Anwendung habe und die kommt auf mein Gesicht. Ich bin 1989 geboren und dementsprechend ja auch ein Kind der 90er. Und ja, ich habe gestern mich auch hingesetzt und recherchiert, was erinnert uns an die 90er, was sind so die Looks der 90er. Ganz vorne mit dabei, die Spice Girls natürlich. Dann Pamela Anderson war auch in den 90ern sehr berühmt, sehr beliebt. Und ja, da werde ich mich jetzt auch heute so ein bisschen dran orientieren. Man mag sich fragen, warum mache ich das jetzt überhaupt heute? Nun ja, letzten Montag tatsächlich, ja, zusammen mit meiner Mama hatte meine Freundin Michelle Geburtstag, die ihr ja auch hier schon mal kennengelernt habt. Die ist 26 geworden und dementsprechend ja auch ein Kind der 90er. Und die hat einfach eine Handvoll Mädels eingeladen und sie hätte eigentlich super gerne eine 90er-Party gemacht. Was ja leider nicht möglich ist und so, ne? Und ja, wir erfüllen ihr aber einfach ihren Wunsch und wir kostümieren uns einfach und werden heute ein ziemlich fancy-pansy 90er-Abend verbringen. Auch wenn das jetzt nicht irgendwie mit großartig Party oder so verbunden ist. Ich finde das ganz schön, wenn man sich das wünscht. Warum nicht? Das kann man doch jetzt auch machen, selbst wenn man sich nur mit 6, 7 Mädels trifft, oder? Natürlich brauche ich auch einen Concealer, denn hier hat sich aufgrund der Erdbeerwoche so eine Mr. Fred-Familie angesammelt. Da habe ich den NABLA Regeneration Uplifting Creamy Concealer und ich habe den in der Farbe Porcelain. Den habe ich von Purish zugeschickt bekommen. Und da könnt ihr ja immer mit meinem Code CLAUDIS15 auch 15% sparen. Also das ist ein Affiliate-Rabattcode, heißt, ich verdiene da auch eine kleine Provision dran, solltet ihr meinen Code verwenden. Ich mag den Concealer sehr gerne. Weil ich nachher einen mega krassen Lidschatten-Look mache, werde ich definitiv auch einen Lidschatten-Primer brauchen. Da habe ich aktuell den Love Perfectitude Eyeshadow Primer in Anwendung. Der ist auch schön und den gibt es auch bei Purish. Ein Lidschattenprimer ist übrigens auch dafür da, damit das Lid sich nicht so super krass verfärbt, wenn man sich jetzt irgendwie super bunte Looks oder sowas aufgibt. Das ist immer ganz praktisch, wenn man halt, so wie ich, sich gerne sehr bunt schminkt. Was mir super auch ins Auge gefallen ist, ist, dass die Mädels dort immer super krass viel Blush getragen haben. Deswegen werde ich mir auch eine Blush Base quasi aufgeben. Das heißt, ich gebe mir einen Cream Blush und später auch einen Puder Blush drüber. Da verwende ich jetzt von NABLA den Two Reasons Blush in der Farbe Soft Nude. Da haben wir sowohl einen cremigen Blush drin, den ich auch aktuell in Anwendung habe. Das ist der hier unten. Als auch ein Highlighter, der eher so subtil ist, eher so, ja, glossig, ne? Ich gebe mir jetzt aber einfach den Blush auf. Ja, so ein bisschen Röte ist schon mal da, aber das werden wir gleich auf jeden Fall noch toppen. Ich werde jetzt auch noch einen Highlighter verwenden und auch, also man konnte sich entscheiden, entweder halt dieses super matte oder dieses super glowige und ich möchte einen sehr eskalativen glowy Look schminken. Deswegen auch hier ein Flüssig-Highlighter als Base. Das ist die Beauty Light Wand Geschichte in der Farbe Spotlight von Charlotte Tilbury. Ein Cream-Highlighter, den ich mir jetzt erstmal aufgeben werde. Aber natürlich kommt nachher noch irgendwas Schönes, Holographisches on top. So ein Cream-Highlighter sorgt halt dafür, dass die Haltbarkeit auch irgendwie verbessert wird, ne? Von dem, was dann auch später drüber kommt. Und ich finde, dass es auch etwas natürlicher aussieht. Gut, ich werde gleich einen holographischen verwenden, aber trotzdem, wenn man so ein Glow from Below noch mit dabei hat.
Achso, bislang der einzige Pinsel, den ich verwendet habe und den ich auch gleich wechseln werde, weil das ist jetzt mein Pinsel rein für Creamicon-Geschichten gewesen, ist der Zoeva 103 Defined Buffer Pinsel. Genau, den habe ich jetzt für alles Mögliche verwendet, aber gleich wird ein anderer auch in Anwendung kommen. So, ein bisschen Lippenpflege gebe ich mir auf, weil es wird gleich sehr intensiv werden. Da habe ich hier den Catrice Clean ID Protecting Lip Serum, was ich halt auch aktuell am Aufbrauchen bin, da ist nicht mehr allzu viel drin, verwende ich halt auch jeden Tag, ne? Oh Käse, um halt noch ein bisschen Feuchtigkeit mir zu geben, weil ich werde nachher noch sehr viele weitere Produkte auftragen, gebe ich mir so einen Hydration Mist nochmal drüber. Da habe ich von Glossybox Skincare das Hydrating Mist. Das ist ein Kann-Schritt, ne, weil ich habe halt eine sehr trockene Haut und mir tut es einfach gut, wenn ich, nachdem ich meine cremigen Geschichten aufgegeben habe, so einen Hydrating Mist drüber gebe und dann mit den Pudersachen weitermache. Und das tapere ich mir wirklich ganz vorsichtig mit meinem Schwämmchen nochmal ein. Das gibt einfach nochmal ein bisschen mehr Feuchtigkeit für mich. Der nächste Schritt ist jetzt natürlich Puder. Ich muss das Ganze auch irgendwie fixieren, weil ich werde heute sehr viel lachen. Dann nehme ich jetzt den 105 Luxe Highlight Pinsel aus dem Pinselset. Und von Pat McGrath Labs habe ich hier das Puder in der Farbe Light. Das ist super für meine untere Augenpartie, damit mein Concealer einfach besser hält und nicht creased, damit alles ein bisschen flawless-mäßiger aussieht. Und das kommt dann einmal unter meine Augen und auch auf meine Augenlider, um den Lidschattenprimer schon mal etwas zu setten. Für mein komplettes Gesicht verwende ich von Charlotte Tilbury das Airbrush Flawless, was auch immer, in der Farbe Nummer 1. Auch das ist so ein Puder, was ich aktuell in Anwendung habe. Und ja, ist halt meine Farbe und ich mag das sehr, sehr gerne. Dafür nehme ich mir jetzt einfach einen großen Puderpinsel. Das ist die 106 Powder. Den werde ich auch gleich für Bronzer, Blush verwenden. So. Ich bin abgepudert, das heißt, meine cremigen Texturen sind soweit gesettet, sodass es auch alles den ganzen Abend an Ort und Stelle bleiben wird. Und ich möchte aber trotzdem noch ein bisschen mehr Glow reinbringen, weil ich mag das einfach lieber. Natürlich werden meine natürlichen Öle sich auch mit den ganzen cremigen und pudrigen Texturen wieder von innen heraus verbinden und so weiter. Und das alles wird auch schön aussehen. Aber ich mag es einfach noch ganz gerne, wenn ich mir über meiner Puderschicht ganz leicht noch ein Finishing Powder aufgebe. Da verwende ich aktuell von NARS das Translucent Crystal Light Reflecting Setting Powder. Das ist dieses hier. Und ja, das mag ich auch ganz gerne. Ist ein schönes Produkt. Mag ich, weil das so einen Seideneffekt auf das Gesicht gibt. Also ist so eine gute Alternative auch zu dem Aura Glow Powder von Love, was ich auch super gerne verwende. Aber das hier macht eher so eine seidige Geschichte und das Aura Glow Powder ist halt mehr so ein, ja, ganz leicht Highlight-Effekt im ganzen Gesicht, ne? Also das hier ist wirklich nochmal etwas edler, eigentlich dezenter. Das heißt, eigentlich hätte ich heute auch das Aura Glow Powder verwenden sollen, aber das habe ich jetzt aktuell hier auch auf meinem Schminktisch an Anwendung und deswegen kommt es auch jetzt gerade wirklich, also ich bin zweimal ins Puder reingegangen, ne? Ganz vorsichtig nur über mein Gesicht. Und dann sieht das alles wieder etwas natürlicher aus. Bei dem Bronzing-Effekt gibt es zwei Alternativen. Ganz oder gar nicht quasi. Weil es war ja auch die Zeit mit Solarien und so weiter, wobei das mir in den 2000ern dann auch weiterkam. Oder man war halt ungefähr gar nicht konturiert, ungefähr gar nicht gebronzt. Ich mag es ganz gerne, wenn ich so ein bisschen Leben in mein Gesicht gebe. Deswegen verwende ich einen leichten Bronzer. Da habe ich von Nabla den Skin Bronzing in der Farbe Ambra. Und das ist ein leichter Bronzer, der das Gesicht nicht zu sehr aufwärmt, ne? Deswegen habe ich den extra auch gewählt und auch der hat einen leichten Glow mit dabei, was ich ganz schön finde und den trage ich mir auch wirklich sehr dezent auf, denn hauptsächlich wird heute der Blush im Mittelpunkt stehen und der Highlighter und der Augenlook natürlich und die Lippen und das Outfit, oh mein Gott, also der Bronzer ist ungefähr vollkommen egal, aber ich mag es einfach und mache das einfach aus Wohlfühlgründen noch mit bei. Ihr seht, wirklich nur ein ganz, ganz leichter Bronzing-Effekt, aber viel mehr wollte ich auch gar nicht haben. Jetzt kommen wir zum Blush und den habe ich, glaube ich, mal bei Yes Style mir gekauft. Hello Kitty in der Farbe, oder Hello Kitty Kathy Doll. Kathy Doll ist, glaube ich, die Marke, ne? Und das ist der Hello Kitty Blush, das passt natürlich auch total. Das ist die Farbe 01 Frozen Strawberry, denn in den 90ern war Hello Kitty doch mega angesagt. Ist ein Puschel dabei, den brauche ich nicht. Und der ist halt sehr extrem und da habe ich jetzt einfach mal Bock drauf. Der hat auch einen leichten Schimmer mit dabei. Wow, ist sehr, 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 sehr gut pigmentiert.
Aber das ist ja das, was wir jetzt auch gerade tatsächlich wollen, ne? Also, drauf damit. Alles in mir sträubt sich gerade so ein Stück weit, so viel Blush aufzutragen. Aber wir wollen das. Wir wollen das. Das ist gerade das, was wir wollen, oder? Oh mein Gott. Als nächstes verwende ich ein Produkt, was so ein sehr holographischer Highlighter ist. Jedenfalls der holographischste, den ich jetzt aktuell in meiner Sammlung noch finden konnte. Das ist von Unicorn Cosmetics der Gloating Lit Up Pressed Highlighter. Und ich meine, dass ich mir den mal bei Beauty Bay bestellt habe. Und ja, der ist holographisch. Ja, kann man wohl so sagen, aber nicht zu künstlich holographisch, ne? Also das könnte tatsächlich noch mehr holographisch sein. Und wir haben ja eben schon einen Highlighter-Pinsel genommen. Den mache ich jetzt nochmal kurz am Handtuch sauber und gehe ordentlich rein und trage mir den hier auf. Ja, das passt jetzt auch mit dem Mega-Blush tatsächlich mega gut zusammen. Wir wollen das. Ich muss mir das nur immer wieder sagen, dass ich das gerade echt so will und dass ich das jetzt nicht irgendwie korrigiere, weil das hier wird jetzt natürlich kein Alltagslook, Leute. Ihr habt es beim Thumbnail gesehen. Nee, kein Alltagslook. Bis zum Mond und wieder zurück, würde ich mal zu dem Highlighter sagen, ne? Also es passt auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu einem sehr verstörenden Part, und zwar zu den Augenbrauen. Ich werde mir meine Augenbrauen jetzt versuchen, so dünn wie nur eben möglich zu zeichnen. Ich habe meine Augenbrauen in den 2000ern ja auch ziemlich verzupft. Gleichzeitig ist es so, dass ich genetisch bedingt auch gar nicht so krasse Augenbrauen hätte. Also das, was ich mir auch viel weggezupft habe, war halt hier auch in der Mitte. Ansonsten habe ich gar nicht so viel Augenbrauenmöglichkeiten. Genau, denn in den 90ern waren halt diese zwei Striche mega angesagt. Ich habe jetzt hier von IT Cosmetics das Brow Power in Anwendung. Ich glaube, das ist die Farbe Taupe. Und ich versuche, so künstlich wie möglich zu sein, so wenig buschig wie möglich zu sein und gegen alles, was aktuell in ist, zu arbeiten. Also das wird jetzt eine kleine Herausforderung. Weil in den 90ern, da hätte man safe hier unten, das hätte man weggezupft. Ne, dass man halt nur noch hier oben diesen Strich hat. Wow. Ich habe jetzt wirklich versucht, nur in der Mitte zu malen. Ich habe sie nicht groß ausgekämmt oder sonst irgendwas. Das ist wirklich, ja, sieht furchtbar aus, ne? Also das ist jetzt aus der Entfernung. Da sieht man nicht, dass da überall noch drum zu irgendwelche Härchen sind. Hm. Und das Ganze möchte natürlich fixiert werden. Und zwar nehme ich hier das Essence Lumination Brow Gel. Und hier versuche ich darauf zu achten, dass ich das auch wirklich in einer Linie mir reinkämme. Und nicht irgendwie so fluffig mache. Aus der Entfernung geht's klar, ne? Ja, kommen wir jetzt zum Augenlook. Dafür habe ich mir jetzt die Türkis-Palette oder Türkis-Palette von BH Cosmetics rausgenommen. Das ist ja aus der Dezember-Edition vom letzten Jahr. Und hier haben wir halt wundervolle Töne. Blau war halt mega im Trend. Das hier könnte sogar fast ein bisschen zu dezent für den damaligen Trend sein. Aber wir versuchen einfach mal das Beste rauszuholen und danach noch weiter mit anderen Produkten das Ganze weiter aufzupeppen. Da ich wirklich großflächig mir das Blau auftragen möchte, nehme ich auch einen großen Pinsel. Das ist der 222 Lux All Over Shader und gehe direkt voll in Good Vibes rein. Das ist dieser geile Türkiston. Und der kommt auf mein bewegliches Lid. Also wirklich sehr, sehr großflächig wird das Ganze jetzt, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe, wurde in den 90ern nicht allzu sehr verblendet. Ich habe da aber irgendwie schon Bock drauf, deswegen nehme ich mir hier den 221 Lux Soft Crease Pinsel ohne weiteres Produkt und blende einfach so ein bisschen an den Kanten entlang, ne? So einfach, komm, wir bringen den Look ein ganz kleines bisschen noch in die heutige Zeit zurück. In der Theorie wäre das tatsächlich schon ein Look, wie man ihn tragen könnte. Ich mag es aber gerne, wenn ich einfach noch ein bisschen mehr eskaliere. Deswegen nehme ich halt den Pinsel hier, ne, und auch die Farbe von hier. Tupfe dann aber nur mit der Spitze rein und gebe mir den auch noch an den unteren Wimpernkranz. Ich gucke dafür so ein bisschen, weil halt viel Fallout, weil viel Farbe und so, ne, so ein bisschen nach unten halt immer, damit ich nicht auf meiner Foundation alles draufgebröckelt habe. Um ehrlich zu sein, bin ich gar nicht so weit aus meiner Komfortzone ausgetreten, ne? Denn so ein Look ist eigentlich etwas, was ich auch so tragen würde. Ich gehe jetzt auch noch in Ambitious rein. Das ist ja so ein bräunlicher Ton, einfach um meinem Auge hier außen noch ein ganz kleines bisschen mehr Tiefe zu verleihen. Nicht zu intensiv, ne? Das muss halt einfach nur ein bisschen zum Abdunkeln, nichts Wildes. Und recht, ja, entspannt einfach hier so einen Schatten reinarbeiten, ne? Ganz easy.
Jetzt möchte ich dem Look ein bisschen mehr Glow und Holo und hast du nicht gesehen verleihen und gehe dann in die Farbe Türkis rein, Türkis, mit einem etwas flacheren Shader-Pinsel. Das ist die Nummer 234, Luxy Smoky Shader, und nehme ordentlich Farbe auf, um sie dann direkt auf mein bewegliches Lid zu geben. Gebe ich wirklich so auch als Topper komplett so drüber, um das Ganze auch ein bisschen heller zu machen. Ich gebe mir den Ton tatsächlich sogar auch an den unteren Wimpernkranz, so als Topping über dem Blau. In meinen Innenwinkel gebe ich selbstverständlich dieses wunderschöne goldene Gold, nennt sich Wise. Nicht kleckern, sondern klotzen, ne? Das ist so die Devise der 90er, also ordentlich drauf damit. Ich lasse den auch ein bisschen auf dem schimmernden Türkis auslaufen, einfach um das Ganze irgendwie harmonischer zu machen, und ich finde, das sieht auch echt cool aus. Ich könnte natürlich dieses White-Ding, dieses Mega-Glitzer auch noch on top geben. Dann würde es mir aber ein bisschen zu dunkel werden. Ne? Das würde ich am besten empfehlen, mit einem Glitter-Glue zu machen. Das heißt, man nimmt sich zum Beispiel von NYX diesen Glitter-Glue, macht den sich aufs Lid und kann dann mit dem Finger entsprechend die Farbe auftupfen. Das wird auch halten, hatte ich glaube ich sogar Weihnachten drauf. Ich trage mir jetzt aber dieses Influential. Ne, das ist so ein lachsfarbenes, aprikotfarbenes Schimmertönchen. Auch wieder mit diesem Shader-Pinsel unter meiner Augenbraue auf. Und ganz wichtig, Leute, Augenbrauen-Highlight ist immer sehr intensiv zu machen. Also das muss man wirklich sehen in den 90er Jahren, oder musste man sehen, und läuft ja hier auch so richtig schön in den Highlighter damit über, ne? Klasse. Ja, also für so einen richtig schönen 90er-Look eignet sich die Türkis-Palette auf jeden Fall. Ist zwar eher türkis als blau, aber ich finde, das sieht ziemlich geil aus. Jetzt fehlt natürlich noch so ein bisschen dieses noch poppigere, und dafür habe ich ein paar Eyeliner mir rausgesucht. Wobei, zuallererst gebe ich mir was in die Wasserlinie. Ich habe keinen weißen. Weißer Kajal oder richtig schwarzer Kajal waren halt mega angesagt. Ich habe hier einfach so einen hautfarbenen, ne? Das ist, oder so einen beigefarbenen Allround Beautifying Concealer Eye Lip Pencil. Das ist von Catrice, glaube ich, in der Farbe 010 Beautifying Porcelain. Und ja, das kommt in die Wasserlinie. Und jedes Mal, wenn ich einen Kajal verwende, denke ich mir, oh, was ein Fehler, weil das einfach so anstrengend ist. Aber egal. Ne? Ich weine jetzt hier so ein bisschen heimlich vor mich hin. Und dann nehme ich mir die Suva Beauty Palette. Das ist die UFO Taffies Palette. Die gibt es auch bei Purish. Und die ist ja mal hammermäßig passend, oder? Genau. Ja, ich möchte irgendwie so einen grünen Eyeliner oder so mir ziehen. Mal gucken. Weil lila auch ganz geil wäre. Wir haben ja auch einen Pinsel mit dabei. Ich möchte aber ganz gerne meinen verwenden von Sigma. Das ist der Eyeliner E05. Der ist nämlich richtig super für solche Geschichten. Und das hier sind Farben, die man mit Wasser aktivieren kann. Und genau, dann war wie ein Wassermalfarbkasten auf die Augen geben kann. Ich glaube, ich nehme tatsächlich dieses helle Grün. Und, oder vielleicht, nee, ich fange im Innenwinkel an mit dem Gelb. Oh, ihr seht das gar nicht, ne? Mit dem Gelb. Dann gehe ich in der Mitte bis kurz vor nach außen in dieses Neongrün rein. Und nach ganz außen hin möchte ich gerne einen Gel-Eyeliner verwenden. Und das ist von Lethal Cosmetics in der Farbe Signal. So ein dunkelgrün. Das passt, glaube ich, ganz gut, ne? Damals, in den 90ern, glaube ich, waren meine Eltern dann so alt, wie ich es jetzt bin. Das ist irgendwie ganz witzig, dass man sich so zu überlegen, ne? Also ich weiß, dass meine Eltern oder meine Mom niemals, niemals hätte die sich so geschminkt. Und der erscheint ja fast schon dezent, wenn man sieht, was da auf dem Lid ist. Na, ich glaube, da muss ich mir gleich noch was überlegen. Ich nehme jetzt den ganz, ganz feinen Pinsel, der ja auch bei der Palette mit dabei ist. Der ist super fein. Und jetzt habe ich mir ein bisschen was von dem Blau aufgenommen, was ja auch in der Palette drin ist. Und das gebe ich mir ganz fein über dem Grün, über dem Dunkelgrün auf bis zur Spitze. Das ist jetzt natürlich absolut künstlerische Freiheit, worauf ihr Bock habt, was ihr machen wollt, ne? Ich hatte das jetzt einfach gerade im Kopf und habe es jetzt umgesetzt, weil ich das irgendwie hübsch finde. Ja, das sieht auf jeden Fall mal nach was aus, oder? Das ist was anderes, aber es ist schön, finde ich. Ich nehme jetzt hier mein Fixing Spray. Das ist von Glam Glow, der Glow Setter. Nehme mir dann einen Beauty Sponge und tape einmal so über meine
Haut ein bisschen drüber. Natürlich nicht über die Augen, ist klar. Weil das wird, glaube ich, nicht ganz so gut halten. Ja, was jetzt noch fehlt, ist tatsächlich ja Mascara. Und da nehme ich eine blaue Mascara. Denn das habe ich auch gelesen, dass so bunte Mascaren total angesagt waren. Hier habe ich von Kiko die Smart Color Mascara. Und das ist halt so ein schönes, dunkles Blau, fast schon lila. Ja, das kommt jetzt mal auf die Wimpern drauf. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, ne? Also die Mascara ist eher so lala, aber sie ist halt blau und ich finde sie sogar fast schon dezent. Ich finde den Augenlook irgendwie ziemlich cool und ja, doch, meine Kamera rastet gerade wegen der Neonfarben auch ein bisschen aus, aber ich finde, es ist ganz gelungen geworden. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen, ne, das Ganze. Und ich fühle mich auch gar nicht so furchtbar merkwürdig, muss ich gestehen, weil ich in letzter Zeit halt so gerne auch bunte Looks geschminkt habe. Aber Leute, jetzt kommen wir gleich zu einem Punkt, der wirklich schwierig wird, falls ich gleich noch irgendwie in den Supermarkt rein müsste. Denn bevor ich mich jetzt umziehen werde und so weiter, mache ich mir noch eine Lippenkombi. Man könnte jetzt theoretisch sagen, hey, die hat jetzt ja schon so krasse Augen sich geschminkt. Normalerweise geht man dann ja dazu über, die Lippen eher dezenter zu machen. Sprich, damals hätte man dann einfach einen braunen Lip Liner genommen und dann irgendwie einen relativ hellen Gloss oder sowas. Ich glaube, ich möchte heute wirklich aufs Ganze gehen. Ich habe mir von Anastasia Beverly Hills in der Farbe Insomniac den Matte Lipstick rausgesucht. Das ist ein Türkis. Ja, und der könnte nämlich sehr gut zu meinem Look passen und auch zu dem, was ich nachher anziehe. Ich hoffe nur, dass es nicht zu sehr Ton in Ton ist. Ich finde, dass es passt. Ja, irgendwie finde ich das total schön. Ja, es ist crazy und es sieht auch irgendwie natürlich krank aus, aber zu einer Motto-Party passt sowas doch total, oder? Also wie gesagt, man könnte auch diese andere Lippenkombi verwenden, aber ich mache das jetzt so. Jetzt werde ich mich in mein Outfit werfen und dann sehen wir uns nachher wieder, sodass ich euch erstmal mein Outfit zeigen kann und dass ich euch dann auch meine Frisur zeigen kann. Und die machen wir, glaube ich, mal einfach zusammen. Das probieren wir mal. Space Buns. Ich bin aufgeregt. Okay, ein bisschen was hat sich dann doch noch in meinem Gesicht verändert. Und zwar habe ich mit dem Pink, was in dieser Suva-Palette drin ist, hier auch noch so eine Linie gezogen, ne? Also mit dem Pink da. Und genau, also quasi am unteren Wimpernkranz beginnt an meiner Iris und dann quasi unterhalb des Dunkelgeschichten grünen G-Liners nochmal und dann ein bisschen länger hochgezogen, weil ich fand, mir fehlt dann noch so ein Kontrast. Und apropos Kontrast, ich sah aus, als wäre ich nur noch Ton in Ton, weil ich halt auch dieses karierte Hemd hier anhabe. Und deswegen habe ich mir auch eine andere Lippenkombi jetzt drauf gemacht, ne? Das hat mir mit dem Türkis einfach in Kombination nicht mehr so ganz so gut gefallen. Da habe ich jetzt einfach von bei Beauty Bay den Lip Liner genommen in der Farbe Vintage. Das ist so ein schönes Schokoladenbraun und das habe ich dann getoppt mit dem Lipgloss in der Farbe Slippers. Das sind einfach so schöne Produkte, die kann man gut tragen und irgendwie finde ich das schöner. Ne, da fühle ich mich wohler mit. Outfit-technisch habe ich mich für ein kariertes Flanellhemd entschieden. Dann auch so ein bisschen an Posh Spice, nee, nicht Posh Spice, Quatsch, an Sporty Spice orientiert quasi. Ne? Das heißt, ich habe dann ein weißes, bauchfreies T-Shirt an, was immer mal wieder mein BH rausblitzen lässt, aber wir sind ja gleich unter Mädels. Ich hatte vor, mir so eine Lederleggings anzuziehen, aber die hat leider nicht mehr gepasst, deswegen bin ich dann wirklich zu meiner gemütlichsten Hose ever übergegangen. Und zwar ist es einfach so eine Jogginghose. Ich kann noch ein bisschen weiter weg, dann seht ihr das auch, ne? Genau. Und dazu einfach Sportschuhe, das sind jetzt so Mustang-Schuhe und ich glaube, das kommt ganz gut. Ist einerseits cool, andererseits ist es chillig, bequem. Ne? Da komme ich auf jeden Fall heute ganz gut mit aus. Jetzt kommen wir natürlich zur Frisur. Und da bin ich jetzt auch ein bisschen aufgeregt, denn ich bin überhaupt kein Frisurenmensch. Ich habe heute Morgen mir meinen Bommel gemacht und das war's. Und jetzt, ja, mache ich mir Space Buns. Und das Allergeilste überhaupt, zu Nikolaus hat meine Mama mir ein Tamagotchi geschenkt. Das muss safe mit, oder? Richtig geil. Ja, ich habe keine Ahnung, wo die das her hat, aber ich habe hier ein Tamagotchi. Genau, und ich habe noch zwei weitere. Eins davon bekommt meine Freundin, die mich mit hinnimmt und ein anderes bekommt dann Michelle natürlich, weil sie Geburtstag hat, ne? Das fand ich ziemlich cool.
So, jetzt liegt der Fokus auf den Haaren, deswegen seid ihr jetzt mal ein bisschen höher gestellt. Wenn man keinen Kamm zur Hand hat, kann man sich auch einfach so einen Spoolie nehmen. Und damit versuche ich mir jetzt quasi erstmal hier so einen Zickzack-Scheitel zu machen. Den versuche ich mir komplett bis hinten auch so durchzuziehen. Mal gucken, ob das hinhaut. Das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus hier oben, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das hinten aussieht, aber das wird wohl irgendwie hinhauen. Dann nehme ich mir meinen ersten Bommel oder mein erstes Invisibobble und dann ziehe ich mir die Haare so langsam nach oben und nach hinten. Ach so, Strähne abtrennen, weil wir wollen ja 90er-Style hier so eine Strähne runterhängen haben. Und dann kommt hier ein Bommel hin. Nicht. Okay, sorry Leute, ich kann gerade nicht so viel dabei reden, weil ich nicht wirklich weiß, was ich hier tue. Ich habe das halt noch nie vorher so gemacht. Ich wurschtel mir halt irgendwie einen zurecht, dass ich meine Haare möglichst an einer gleichen Stelle befestigt bekomme. Und dann versuche ich irgendwie sowas Bommelähnliches hinzukriegen. Nach Versuch Nummer 500.378 habe ich hier auch so einen Bommel hingekriegt. Ich werde das nachher noch mit irgendwelchen Viechern, so reinen Steckviecher mal fixieren. Aber das wäre die Frisur. Ich weiß gar nicht, sieht das aus? Ich habe, von hinten weiß ich nicht, wie es aussieht. Ne? Das muss ich noch schönen. Ich weiß es noch nicht. Huch, ciao. Ja, das ist auf jeden Fall die Frisur. Was jetzt natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein bisschen Schmuck. Da habe ich, ja, dies, das, Ananas, ne? So ein für mein zweites rechtes Ohrloch habe ich hier noch ein bisschen was. Dann noch so ein paar schöne goldene Kriolen. Die Kette hier ist aus dem Pure Lay Adventskalender, glaube ich, gewesen. Und ich glaube, diese Kette kommt aus dem Me Lovely Adventskalender. Da steht Joy vorne drauf an diesem Anhänger. Das fand ich ganz passend. Gott, wie konnte man damals mit diesen Strähnen leben? Das geht mir so hart auf die Nerven gerade. Ganz geil wären halt diese ganz engen Tattoo-Ketten oder so gewesen. Die hatte ich jetzt so aber nicht zu Hause. Ich wollte mir auch tatsächlich nichts Neues jetzt irgendwie kaufen. Ich wollte mit vorhandenen Mitteln arbeiten und ich finde, das habe ich eigentlich ganz gut hingekriegt, oder? Denn das hier wäre jetzt auch mein finaler Look, wie ich jetzt dann auch losgehen werde. So fühle ich mich wohl. Ich finde es total oberaffengeil, wie ich gerade aussehe. Das ist so richtig 90er. Ich feiere das. Das mit diesen Strähnen wird mich heute Abend wahrscheinlich in den Wahnsinn treiben, aber alles gut. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich hoffe, ihr konntet mich so ein bisschen auch begleiten auf meiner Reise. Habt euch vielleicht ein paar Tipps und Tricks geholt, falls ihr auch demnächst auf eine 90er-Party gehen solltet. Und ja, wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!